Ist das Hurra über die Zahlen von Nvidia das vorläufig letzte Hurra der Aktienmärkte? Die Euphorie war riesig, viele waren euphorisiert. Eine Frage nur der Zeit, bis wir neue Allzeithochs an den Aktienmärkten sehen, denn das KI-Narrativ, das hat sich jetzt bestätigt. Seht ihr, es ist unendlich viel Geld zu verdienen mit KI und alle werden es verdienen, alle sind reich und glücklich und so funktioniert natürlich das ganze Spiel. Und wenn alle euphorisch sind, ich verweise da nur auf die Kommentare unter anderem unter diesem Video oder unter meinen Videos, da ist ja immer Grabesstille, wenn es nach unten geht, und wenn es nach oben geht, dann sind alle immer wieder da und sagen, habe ich doch gewusst, ich bin der Beste, ich habe den totalen Durchblick, alle anderen nicht. Das ist das typische Muster, was mich ein bisschen langweilt inzwischen, aber sei es drum, man erträgt es auf Dauer. However, die Euphorie war groß und wenn alle sozusagen so euphorisch sind, dann passiert gerne das Gegenteil. Der Markt geht den Weg des größten Schmerzes, zumal, wie wir bei den Optionen zum Beispiel sehen, die großen Player möglicherweise ein Interesse daran haben, dass es nach unten geht. Und das ist sozusagen das, was die einen oder anderen vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Der letzte Bär an der Wall Street hat jetzt aufgegeben. Das letzte Analysehaus, das ein Verkaufsrating für Nvidia hat, nämlich Morningstar, das hat jetzt das Rating für Nvidia von Sell auf Hold angehoben. Es gab also, oder es gibt eigentlich keinen Skeptiker mehr in Sachen Nvidia bei allen Wall Street Analysehäusern. Es kann also nur nach oben gehen, zumal ja der Chef von Nvidia wieder viel AI gesagt hat. Und jetzt schauen wir uns mal die Upgrades heute an für Nvidia von Stifel über Rosenblatt, über Bank of America, Morgan Stanley. Alle müssen mit wie so eine Herde Schafe, wo der Hirte irgendwie mit dem Stock auf die Hintern haut dieser Schafe, dann fangen die Schafe sich an zu bewegen, ja, kaufen, Nvidia kaufen, Hochstufen, Hochstufen, Hochstufen. Das Ganze hat ja vorher schon in auffallender Zahl, gab es ja viele Kaufempfehlungen, neue Kursziele ganz, ganz weit oben. Und wenn wir aber mal unter die Oberfläche sehen, dann sagt hier zum Beispiel Goldman Sachs, die ja institutionelle Kunden betreuen, die sagen, also im Unterschied zu den Zahlen von Nvidia letztes Mal, als die Aktie ja 24% gestiegen ist, sehen wir praktisch kaum Interesse an Nvidia. Die sind alle schon drin. Es finden sich also keine Käufer mehr, keine Dickfische mehr, die die Aktie gekauft haben. Wer hat gekauft gestern? Das waren die Privatinvestoren, die Kleinfische. Die haben gesagt, wow, jetzt ist der Weg auf die 1000 Dollar frei bei Nvidia. Jetzt ist der Weg für die Allzeithochs frei. Also unbedingt rein damit. Und Michael Guyatt sagt hier, das ist der Morning, der jeden zum Narren hält. Wir sehen eine Apple, die deutlich im Minus ist, eine Microsoft, eine Amazon, auch eine Tesla, Meta, selbst Nvidia nur noch ja, knapp 2% am Stand jetzt im Plus. Das war schon gestern nachbörslich ja 10%. Was kann einer der Faktoren sein? Ich sehe da drei Motive. Erstens Optionen, zweitens Charttechnik, drittens Fundamentales, kombiniert mit Jerome Powell. Hier sehen wir mal Optionen. Wir haben ein 1,6 Put-Call-Ratio beim S&P 500. Bei 4430 ist the most active put. Das bedeutet, dass da offenkundig ein paar große Player short stehen. Die sind in Puts eingedeckt und die haben derzeit zumindest kein Interesse, dass die Märkte weiter nach oben laufen. Warum? Weil sie vielleicht denken, Mensch, jetzt haben wir die Schafe zur Schlachtbank geführt. Die sind jetzt euphorisiert, die wollen alle kaufen, die kaufen jetzt unsere Aktien ab und wir sagen Dankeschön. Ich weiß es nicht, aber es wäre eine Vermutung. Schon auffällig, dass wir jetzt sehr, sehr viele Puts auf einmal sehen, vor allem Zero DTE. Puts, also Puts, die am selben Tag noch ablaufen. Hier sehen wir so ein paar strategische Marken beim S&P 500. Hier sehen wir Most Active Strike, this time on the Put Side. Also wir sehen, da ist großes Volumen auf der Put-Seite plötzlich da. Und das wäre ein mögliches Motiv. Ich bin kein Hellseher, kein Mensch, der das natürlich abschließend beurteilen kann. Ich habe nur so irgendwie im Urin, da ist ein bisschen was im Busch, was wir da derzeit sehen. Ich versuche gleich mal anzudeuten, was es sein könnte. Der nächste Faktor jedenfalls könnte Charttechnik sein. Hier sagt Sven Hendrik richtig, der S&P hat seinen 20- und seinen 50-Tages-Durchschnitt getaggt und ist aber nicht nachhaltig drüber gekommen. Jetzt droht eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit dem Test der Nackenlinie.
Erstmal sind wir abgeprallt eben von diesen charttechnischen Widerständen. Jetzt kommt der Kampf der Bullen gegen die Bären um diese Nackenlinie vielleicht. Da wird sich dann entscheiden, wie das weitere Schicksal ist. Aber schauen wir uns mal jetzt intraday oder jetzt in den letzten Tagen den Nasdaq 100 an. Da sind wir ja runtergekommen mit dieser Korrektur. Und dann diese saftige Kerze nach oben, Abwärtstrend seit Anfang August gebrochen. Und jetzt so eine unschöne rote Kerze. Ich weiß nicht, wie der Abend noch ausgeht an der Wall Street, aber das nennt man eine Bearish Engulfing Candle. Also eine Kerze, die sozusagen bärisch die bullische Kerze umschließt. Wenn sich das nach unten auflöst, dann könnte das richtig hässlich werden. Dann könnte nämlich folgendes Szenario eintreten, was ich schon öfter gezeigt hatte, nämlich, dass wir in diesem Kanal sind. Wir hatten diesen Aufwärtstrend seit März gebrochen, versuchten und sind genau an diesen gebrochenen Aufwärtstrend heute wieder rangelaufen, prallen davon ab und könnten jetzt nach unten prallen in Richtung 4200 Punkte im S&P. Das wäre noch ein Stückchen Luft und einer der fundamentalen Gründe, und das ist Punkt Nummer 3, das ist aus meiner Sicht die konjunkturelle Seite. Wir hatten ja gestern nicht nur miserabelste Konjunkturzahlen aus der Eurozone, Einkaufsmanager-Indizes, sondern aus den USA. Schwacher Einkaufsmanager-Index, Aussagen von vielen US-Einzelhandelsketten, die sagen, der Konsument schwächelt. Wir haben gleichzeitig steigende Kosten, also man hat Kostendruck. Gleichzeitig ist der Konsument nicht mehr in der Lage, da mitzugehen. Man kann also die Preise nicht mehr so wirklich anheben, weil der Konsument nicht mehr so stark auf der Brust ist. Dementsprechend geht das direkt in die Margen. Die Margen werden sich verschlechtern, weil wir hohe Zinsen haben, nach wie vor eine relativ hohe Inflation, und das ist natürlich Gift. Und dann sind gestern ja wegen diesen schlechten Daten die Anleihekurse gestiegen, respektive die Renditen gefallen, und da hat sich der Markt gesagt, die Aktienmärkte, toll, jetzt fallen die mal, das nehmen wir doch gleich mal als Anlass zum Feiern. Und das gleiche gilt für den Dollarindex, der nach oben ausgebrochen war, der ist gestern dann wieder gefallen. Auch da hat man sich gesagt, weil es dann eine negative Korrelation geht zum S&P 500, ist doch super schick. Aber heute sehen wir, der Dollar jetzt auf dem höchsten Stand seit dem 6. Juni, und das tut den Aktienmärkten weh aufgrund dieser negativen Korrelation. Und wir haben heute ziemlich widersprüchliche Daten bekommen, etwa die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter, die sind 5,2% gefallen zum Vormonat, aber wenn man Transport mal rausrechnet, dann wären die um 0,5% gestiegen. Also irgendwie etwas seltsam. Wir sehen, dass der Atlanta Fed GDP-Tracker jetzt das BIP der USA für das dritte Quartal auf 5,9% plus taxiert. Und das angesichts dieser Aussagen von Einzelhandelsunternehmen, die heute wieder kamen, etwa Dollar Tree. Da sieht man eben die Margen, die erodieren, auch weil massenhaft geklaut wird. Das ist ein Riesenphänomen in den USA. Auch ein Zeichen natürlich steigender Armut, wenn man so will, aber auch Verrohung insgesamt. Jetzt will man wohlhabendere Kunden anziehen, und Zero Hedge hier spöttisch, man ist wahrscheinlich da sehr, sehr gut positioniert und wird jetzt wahrscheinlich dann zu Tiffany's aufschließen. Der Tweet geht hier noch weiter, habe ich vergessen jetzt hinzuzufügen. Okay, das ist also die Lage. Wir haben eine fundamentale Verschlechterung, was die wirtschaftliche Situation betrifft, bei noch hohen Zinsen, hoher Inflation, die dazu führen könnte, dass die Fed die Zinsen nicht senken kann, selbst wenn die Wirtschaft nach unten geht. Und wir erinnern uns, vor genau einem Jahr, hier mein Marktgeflüstertitel: Paul will nicht, dass ihr mit Aktien Gewinne macht, denn im August oder Juni bis August letzten Jahres die Märkte nach oben gelaufen, Inflation in den USA fast noch zweistellig, aber man hatte fantasiert, ja, die Inflation wird zurückgehen und dann wird die Fed die Zinsen senken, schon in 2022. Dann Paul mit einer kurzen, wütenden Rede geradezu hat er die Märkte nach unten geprügelt. Er hatte damals diese Rede noch kurzfristig geändert, und jedes Mal, wenn Paul spricht, sagt er, ohne Preisstabilität funktioniert die Wirtschaft für niemanden. Inflation killt die Wirtschaft, und deswegen meint es wahrscheinlich die Fed sehr, sehr ernst. Und schauen wir uns jetzt mal den Vergleich der Inflation zwischen jetzt den letzten Jahren, also seit die Corona, und zwischen 1972 und 1976 an. Wir hatten ja den Ölpreisschock Anfang der 70er Jahre, wenn ich mich recht erinnere, war es 73, und hatten dann den Schock 1979 durch die iranische Revolution. Aber gucken wir mal, wir haben also diesen Ölpreisschock, die Inflation geht in Richtung 10%, dann fällt sie wieder auf fast 2%, steigt aber dann schon vor 79
bevor dann der nächste richtige Aufwärtsschub weitergeht, nämlich durch die iranische Revolution, beginnt die Inflation schon wieder deutlich zu steigen in Richtung 6%. Genau dieses Muster scheint sich jetzt zu wiederholen und deswegen hat die Fed, weil sie sehr stark aus dieser Zeit noch geprägt ist, Angst, die Zinsen zu früh zu senken. Und damals hatte Paul ja gesagt, es wird Schmerzen geben. Jetzt sehen wir aber zwar in vielen Sektoren Commercial Real Estate Schmerzen, aber Arbeitsmarkt steht noch relativ robust da. Irgendwie die Aktienmärkte sagen sich, oh, ist doch so schön bunt hier alles. Vielleicht muss jetzt der Schmerz kommen. Seit der Rede letztes Jahr ist der S&P 11% gestiegen, okay? Und jetzt muss er sich entscheiden, wie er hier vorgehen wird, Pain Narrative, oder wird er sozusagen freundlicher sein? Die Fed selber ist total gespalten. Manche sagen innerhalb der Fed, lass uns Schluss machen jetzt. Wir müssen doch erstmal abwarten, was da passieren wird. Wir haben Angst, dass da wirklich eine dicke Rezession kommt, während andere sagen, naja, wir sehen doch, dass die Geldpolitik bisher nicht wirkt, dass den Märkten die gestiegenen Zinsen egal sind, dass unsere Geldpolitik irgendwie nicht wirkt. Also müssen wir weitermachen. Und in dieser Lage wird Jerome Powell morgen seine Rede halten. Für welche Seite wird er sich entscheiden? Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, nochmal der letzte Bär ist jetzt auch umgekippt. Ich hatte da die Frage gestellt, vielleicht ist es jetzt Zeit zu verkaufen, die Nvidia-Aktie, das ist die zweite Empfehlung. Und wie die Lage in Europa ist in Sachen Immobilienkrise, da gab es schlechte Nachrichten aus Deutschland, UK und Schweden. Da brennt schon ein bisschen der Busch, brennt der Busch für die Märkte, das werden wir sehen. Aber das ist schon ein ziemlicher Rückschlag für die Bullen in diese KI-Nvidia-Euphorie. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Diese drei Artikelempfehlungen. Servus, ciao.